Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WW2K20, das Community Universe, das Evoverse, 16 Uhr und wir haben den zweiten Teil des heutigen Tages erreicht. Legends und SmackDown stehen heute auf dem Programm. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, da habe ich was zu gesagt. Ich habe momentan wirklich privat so ein paar Sorgen, also das Ganze erläutere ich in der 14 Uhr Folge. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, euch das anzuschauen. Deswegen, ich bin momentan nicht so enthusiastisch bei dieser ganzen Sache dabei hier. Das habt ihr vielleicht schon in den letzten Tagen gemerkt. Also es geht nicht nur darum, dass eben so die ganze, diese Blue Screens kommen, wobei wir momentan damit ein bisschen Glück haben. Einfach so, aber dieses Ganze, ja, es bedrückt einen schon ein bisschen. Und wenn du dann eben, ja, trotzdem täglich Vollgas geben musst, das ist schon ein bisschen schwer. Deswegen, also wenn ihr wissen wollt, was so abging, weil ich möchte das Ganze jetzt nicht nochmal wiederholen, dann schaut euch die 14 Uhr Folge an. Und ich kann auch direkt schon mal ankündigen, es wird heute keine zweite Folge geben vom Mr. Christmas in the Bank Turnier. Ich muss echt mal sehen, dass ich mal so ein bisschen mehr Zeit dann für mich auch habe. Und seht es mir nicht nach, das wird jetzt kein Dauerzustand. Aber einfach mal so, dass ich jetzt wirklich zumindest mal ein paar Tage davon etwas Abstand haben kann. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Interesse habt, ihr bei diesem Community Universe mitzumachen, Community Universe ganz langsam, dann schaut euch mal das Video in der Videobeschreibung an. Dort findet ihr alle Informationen, die ihr wissen müsst. Und ansonsten dort auch die Links zu meinem Discord-Server, zu meinen Social-Media-Accounts. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Follow hinterlasst. Täglicher WW2K20-Content auf meinem YouTube-Kanal, wenn ihr auf Lust habt. Gerne mal ein Abo da lassen, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir diesen Weg dann in Zukunft gemeinsam bestreiten würden. Ja, dann kommen wir jetzt zu Legends. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und dann starten wir mit Batista gegen Eddie Guerrero. Die haben eine Fehde miteinander, da setzt sich heute Eddie Guerrero durch. Dann haben wir Headhunter gegen Morris McDonald, da setzt sich tatsächlich mal der Herr Headhunter durch. Dann Sebastian gegen Mankind, hier setzt sich Mankind durch. Außerdem Steve Raymond gegen El Brujo und das ist unser heutiges Match des Tages. Hier ist der Einzug natürlich ein, Schwung ist schnell, los geht's. Ja, und wir sind wieder in der Mixed Match Challenge Arena. Es gibt leider immer noch keinen neuen Patch und deswegen müssen wir weiterhin hier drauf zugreifen. Und ja, da sehen wir Steve Raymond. Von dem haben wir schon mal versucht, ein Match zu zeigen. Und das war gegen den Headhunter. Und das ging in einem Draw aus, weil es eben dieses Ausziehen gab. Und das war ja dann noch so einer der Tage, wo ich mir überlegt habe, wir müssen hier versuchen, etwas zu ändern. Deswegen gab es dann den 20 Count. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich dann heute hier der Steve Raymond schlagen kann bei seinem Gameplay-Debüt in der normalen Wochenshow, jetzt unabhängig davon, dass es ja schon mal die Ausscheidungsmatches gab und das ist halt eine ganz andere Geschichte. Und ich würde mal sagen, weil wir ihn ja schon mal gesehen haben, wie er zum Ring kommt, überspringen wir das Ganze mal, denn hier die zweite Folge geht ja sowieso noch immer ein bisschen länger, weil wir auch das 24-7-Match haben. Und ja, dann warten wir mal auf den El Brujo, der ja wirklich, ja, wie sagen, der krasseste Typ überhaupt ist mit seiner Bilanz. Da sieht man einfach wieder, und das ist einfach für mich auch was, wo ich sage, das kann kein Zufall sein. Da siehst du einfach wirklich, wie sehr sich hier der Berlin Bulldog mit dem Charakter immer auseinandersetzt. Der hat schon in 2K19 komplett rasiert. Er rasiert jetzt auch wieder. Er steht bei einer 20-0-5 Bilanz, also 0 die Unentschieden. Und ja, hat sich jetzt, wo man eigentlich dachte, das dauert, bis er jetzt wieder oben mitspielt, hat er sich schon wieder hochgekämpft und ist jetzt schon wieder fast dabei, ein Championship-Match zu bekommen. Nur Janudopoulos ist derzeit vor ihm. Und ich bin sehr gespannt, was er daraus noch machen wird. Und ich denke mal tatsächlich, dass er auch beim kommenden Championship-Match auch wahrscheinlich wieder vorne dabei ist und den Janudopoulos noch überholt, weil er einfach wirklich sehr konstant ist. Also es ist jetzt nicht, dass ich dem Janudopoulos nicht gönne, aber er ist wirklich mit seinen Leistungen schon sehr, sehr erstaunlich dabei. So, und jetzt Raymond mal mit dem Reversal. Das ist ja auch, man kann schon fast Privatduell nennen zwischen den beiden. Aber Raymond ist jetzt schon mal bei 17%. Das kann ja schnell gehen, wir haben ja den schnellen Schwung. Also warten wir mal ab. Na, hat das gesagt, Brainbuster gesehen und das war D'Lo Brown. Und jetzt mal der Reversal vom El Brujo. Müsste allerdings, er setzt nach, aber schade, ich dachte, der macht jetzt hier so ein Springboard. Und stattdessen gibt es jetzt einen German Suplex. Ja, im Match gerade noch Probleme für El Brujo. Da ist Raymond dann derzeit doch am dominieren. Aber wir wissen ja, wie 2K20 so ist, das kann sich schnell widerlegen.
Und jetzt gibt's noch hier die Clothesline. Beide mit 5 Kontern. Und ja, dann nutzt der Steve Raymond auch direkt mal ein. Great evasion. Da gibt es den DDT. Now this is just a ruthless attack. Oh, such aggression. Und jetzt wird's kritisch für Raymond. Denn da ist die Konterschwärme. Er rollt sie erstmal raus und das ist momentan noch sein Glück. Ja, und jetzt kann er sich eine Aktion zeigen, weil der Taunt einfach zu lang ging. Da hat der Brucho das ein bisschen unterschätzt. Ja, und wir sehen nicht so genau, welcher Aufgabegriff es ist, weil der Ringrichter uns seinen fetten Hintern ins Gesicht hält. Aber El Brucho meldet sich wieder zurück. Ich denke immer so, das ist auch so sein Motto. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. So, und jetzt ist Raymond schon mit dem orangenen Kopf im Stand. Und er hat ihn auch jetzt überholt. Da gibt's den Bronco Buster vom El Brucho. Das sah jetzt komisch aus. Jetzt sehen wir wieder diesen Aufgabegriff. Das ist ja aber eigentlich jetzt schon für mich Rope Break. Aber wir sehen es aber nicht, weil wieder Mr. Fat Ass seinen Hintern uns ins Gesicht quetscht, die Kamera. Ja, der Weg könnte zu lang sein. Naja, es geht gut. Raymond kurz vom Signature. Aber Brucho auch, das muss man natürlich auch sagen. Match sehr, sehr ausgeglichen. Und Widerstand gleich bei Steve Raymond. Oh, und da ist der Reversal von Brucho, oder? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was das für ein Move war. Es war, glaube ich, aber auf jeden Fall ein Reversal. So, jetzt gibt es mal einen Frankensteiner mit Punches. Roter Kopf bei Raymond. Und Brucho musste jetzt erstmal wieder seine Energie steigen lassen. Ist die Ausdauer erstmal weg. So, und da sitzt der Signature gegen El Brucho. Jetzt bin ich gespannt, ob der da noch rauskommt. Ja. Also gefühlt hat dieses Live-Update, was ja hier von 2K hin und wieder mal kommt, dafür gesorgt, dass die Signature nicht mehr OP sind. Da geht's zurück in den Ring. Und jetzt El Brucho. Jetzt bin ich gespannt, ob der Raymond aufgeht. Er hat einen Widerstand direkt genutzt, der alte Schlawiner. Und Reversal von Raymond. Zieht ihm das Bein weg. Ja, und da gibt's dieses Knie, was viele als Standard-Move benutzen. Und ich denke, das wird's gewesen sein. 1, 2. Yo, Steve Raymond setzt sich also gegen den El Brucho durch und macht's mal wieder im Midcard-Ranking, im Undercard-Ranking spannend. 6. Niederlage für El Brucho. Und es scheint sogar hier auf eine Rivalität hinauszulaufen. Wir sehen eine Cutscene, die erste Cutscene in diesem Jahr. Und da reicht El Brucho ihm die Hand.
Und Steve Raymond schlägt ein. Ja, da sind wir gespannt, wie das Ganze hier so weitergehen wird. Schade, dass es schon rum war. Ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Action-Gameplay gesehen. Und ja, trotzdem Glückwunsch an Steve Raymond. Schauen wir mal, wie lange es bei ihm dauern wird, bis er dann sein Championship-Match bekommt. Wobei er momentan auch der Hauptherausforderer ist auf den Titel von Sebastian. Wir gehen dann mal weiter. Dann bekommen wir noch Janodopoulos gegen Mark Henry. Da setzt sich Mark Henry durch. Ach du Gott. Das wäre jetzt die Chance gewesen hier für Janodopoulos, sich vom El Brojo abzusetzen. Aber es gelingt ihm nicht. Und ja, da wird El Brojo wahrscheinlich schon eine riesengroße Torte zu Mark Henry jetzt schicken lassen. Außerdem haben wir dann noch hier Rivalität Hulk Hogan und Ultimate Warrior, die dafür zusammen ein Tag Team gesteckt werden gegen die Brothers of Destruction. Und anscheinend hat der Warrior Hulk Hogan alleine gelassen. Aber trotzdem Hulk Hogan mit dem Sieg. Dann haben wir Rex de Reyes gegen Lee Junger. Da setzt sich Rex de Reyes durch. Außerdem Steve Austin gegen Kurt Angle. Hier setzt sich Steve Austin durch. Und der Main Event Gully gegen Roddy Piper. Da setzt sich Gully durch. Ja, dann schauen wir mal in die News rein. Da sind einige Sachen passiert. Steve Austin geriet nach seinem Kampf überraschend an Hinterhalt seines Rivalen. The Rock griff von hinten an, als seine Musik die ganze Aufmerksamkeit auf die Bühne lenkte. Einige halten diesen Superstar für verzweifelt und feige, aber unabhängig davon, was andere denken, könnte er genau den Schaden verursacht haben, den er verursachen wollte. Und Hollywood Hulk Hogan und Ultimate Warrior verbringen bei ihrem Tag Team Match die meiste Zeit damit, sich gegenseitig schlecht dastehen zu lassen, statt für den Sieg zusammenzuarbeiten. Champion heraus oder haben nur ihren kommenden Titelkampf im Kopf und sind entschlossen, jeden Vorteil zu nutzen, den sie kriegen können, um zu gewinnen. Und Eddie Guerrero hat sich heute Abend den Sieg geholt und reichte seinem Gegner in einem bewundernswerten Akt von Respekt und Sportsgeist die Hand. Batista schlug seine Hand weg und verließ den Ring. Die Frustration über die Niederlage stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. Das könnte der Beginn von Spannung zwischen diesen Superstars sein. Ja, dann schauen wir nochmal hier in die Rivalitäten rein. Das haben wir ja in der letzten Folge schon gemacht. Hier sehen wir unten, dass sich ein bisschen was entwickelt. Das habe ich ja auch schon gesagt in der letzten Folge, beziehungsweise die 14-Uhr-Folge, dass wir jetzt die automatischen Rivalitäten wieder aktiviert haben, weil das eben dafür sorgt, dass wir jetzt auch bald wieder ein bisschen was zu sehen bekommen, denn manche Slots sind ja frei. Am Anfang war es eben chaotisch, wenn du überhaupt keine Rivalität hast, dass da zum Beispiel den Hergi auf einmal drei Rivalitäten hatte. Und schauen wir mal, wie es jetzt wird. Hulk Hogan auf jeden Fall momentan der aktuelle Hauptherausforderer. El Brojo trotz der Niederlage vorne geblieben, hat sogar Plätze gut gemacht. Steve Raymond ist auf seinem Platz 17 geblieben. Ja, ist ja unfassbar, ne? Wie gut das hier wieder alles funktioniert. Dann gehen wir doch mal zu SmackDown rüber und schauen uns an, was wir da heute zu sehen bekommen. Und wir sind mal wieder bei SmackDown angekommen, starten heute mit dem Match zwischen Ricardo Valeska und Braun Strowman, der jetzt schon einige Zeit nicht mehr zu sehen war. Und Sieg für Ricardo Valeska. Dann hätten wir Damnest trifft auf Kalisto. Hier setzt sich Damnest durch. Außerdem hier Shorty G gegen Double X. Hier setzt sich Double X durch. Und das Match, was wir uns heute anschauen werden, ist Lawrence Miller gegen den Tommy Tank. Hier ist der Schwung auf schnell natürlich wieder der Einzug ein. Los geht's und beiden viel Erfolg. So, und ja, dann sind wir jetzt hier in der Arena angekommen. Natürlich mal wieder bei SmackDown. Und wir erwarten dann hoffentlich gleich ein Gegner. Momentan haben wir noch den Ladescreen. Es riecht eigentlich schon nach Bluescreen, oder? Nein, jetzt tut sich was. So lange, keine Ahnung. Haben die den Knopf nicht gefunden hier für den Titan schon oder was? So, Lawrence Miller kommt. Einer der lustigsten Charaktere auf jeden Fall, die wir hier im Eververse in diesem Jahr haben. One Fall. So, und da möchte ich jetzt einfach mal auch direkt eine Frage raushauen hier. An unseren... Ach nee, vergiss es. Das ist ja gar nicht. Nee, alles gut. Alles gut. Ich habe gerade da einen verwechselt. So, auf jeden Fall Lawrence Miller auf dem Weg zum Ring. Eine sehr schillernde Figur. Sind mal gespannt, wie er sich hier heute schlagen wird. Ist das eigentlich sein Gameplay-Debüt? Tatsächlich ja, so wie es gerade aussieht. Und ich habe jetzt hier nichts gelb markiert. Und ja, für seinen Gegner ist es natürlich auch das Gameplay-Debüt, denn der ist bis jetzt noch nicht dabei gewesen. Hat jetzt auch in den Matches, die er dabei war, bis jetzt 4 Niederlagen kassiert. Also das könnte besser laufen. Und ansonsten, ja, wie sieht es denn bei Lawrence Miller aus? Seit dem ersten hat er verloren, dann hat er gewonnen, gewonnen, gewonnen. Dann war Pay-Per-View, da war er nicht dabei. Dann hat er gewonnen, verloren, verloren, gewonnen. Wieder Pay-Per-View, war er nicht dabei, verloren, verloren, gewonnen.
Also, Tommy Tank. Schauen wir mal, ob es bei ihm heute dazu kommt, dass der Knoten platzt. Wie er hier winkt. Also, er ist anscheinend zufrieden, dabei sein zu dürfen. Aus Amsterdam kommt er. Also, wenn der zu NXT UK kommen sollte irgendwann, ist er auf jeden Fall... wenn er zu NXT kommt, ist er im NXT UK Ring. Was ist das für ein Einzug, Mann? Oh mein Gott, was zur Hölle? Warum zur Hölle gibt es überhaupt so einen Einzug? Der rennt wie so eine Marionette aus der Oxcore Puppenkiste, Mann. Du kannst auch deine Schultern bewegen, Mensch. Macht der jetzt auch einen Fisch oder was? Oh mein Gott. Und dann noch dieses Lied von Randy Orton dazu. Es wäre jetzt auch zu lustig, wenn der sich im Match so bewegen würde. Aber das gibt's ja nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das für ein Einzug? Ja, aber Hauptsache dann hier so ein Moonsault zeigen und im Stand landen, alles klar. Das war auch so ein Charakter, das ist so dieses typische Standard-Gameface. Ich habe so viele. Die Frisur hatte ich auch mal in 2K18 der Karriere. Ja, dann geht's mal los. Lawrence Miller gegen Tommy Tank. Alles klar, da haut er direkt mal einen Neckbreaker raus. Eigentlich, der muss heute gewinnen, der Tommy Tank. Sonst hier so 0-5, das wäre mal schon ein richtiger Klatschenstart. So, jetzt ist Lawrence Miller dann doch im Match auch angekommen. Ja, so viel zum Thema, da wird direkt da gekontert. Ja, rutscht dann um. Neckbreaker. Die Hose hat ja schon irgendwie ein bisschen Stil. Also dieses Muster. Ich verstehe das Muster zwar nicht, aber es hat irgendwie was. So, jetzt geht's nach draußen für Tommy Tank. Der vom Körperzustand auf jeden Fall dann noch besser in Schuss ist. Ja, und jetzt muss Lawrence gegen den Ringrand. Boah, da oben hat der Typ dieses Never Rest Shirt von AJ Styles an, das mit Gold. Da habe ich in der ersten Folge heute von 14 Uhr drüber gesprochen. Und habe meine Theorie aufgestellt, warum AJ hier nicht diese goldene Hose anhat. Alles entspannt, Leute. Wir haben ja 20 Count. So, dann kommt das Opossum. Ja, und jetzt geht's doch mal in den Ring zurück. Lawrence Miller momentan ohne einen Konter und auch schon mit einem roten Kopf. Also es sieht echt nicht gut aus für ihn. Wo steht denn eigentlich im Ranking tatsächlich? Das müssen wir mal hier nachgucken. Der ist sogar in Schlagdistanz, um hier bald ein Match gegen Dustin Harper zu haben. Oder auch um den neuen Champion, je nachdem wie es wird. Und jetzt hat Miller aber gleich ein Problem, habe ich das Gefühl. Denn drei Konter von Tommy Tank, der hat übrigens nur drei Konter. Die Attribute komisch verteilt. Und da war der Signature gegen Lawrence Miller. Kommt jetzt der Widerstand? Ja, den hat er schon gebraucht. Erstaunlich nach dem jetzigen Matchverlauf. Und ich glaube, jetzt ist finito. Nein, er zeigt noch nicht seinen Pinfall. Hätte man reichen können. Jetzt probiert er einen Pinfall. Da vorne noch mal ein paar Kopfnüsse verteilt. Und jetzt kommt der Kickout. Ich denke, anders wäre es die Entscheidung gewesen.
Aber Tommy Tank, der läuft heiß. Der hat hier noch gelben Körperzustand und Lawrence Miller ist schon gefühlt gar nicht mehr bei Rot. Da wird schon wieder orange. Jetzt kommt Reversal, da bin ich schon überzeugt. Ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Moves hier, die Sprungmoves, etwas entschärft wurden. Weil die waren früher so oft gekontert. Ja, jetzt kommt direkt schon der Kick aus bei 1. Also da ist für Lawrence Miller noch nichts zu holen gewesen. Und jetzt kommt der Drive-By. Schauen wir, ob der Drive-By, der sehr, sehr OP ist, jetzt schon das Match entscheidet. Pinfall. Nein, das war's noch nicht. Lawrence Miller kann es nicht glauben. Match geht also weiter. Und es wird noch ein bisschen dauern. Denn momentan keiner in Special Move Distanz. Na komm, sag es, macht er einfach mal 20% hier, der Tommy Tank. Und Headbutt. Jetzt ein Fame-Azzer, der aber nicht Fame-Azzer heißt, sondern Leg-Drop Bulldog. Wir haben das nachgeprüft, weil bei manchen wurde vermutet, dass ein Fame-Azzer-Moveset drin ist, aber es ist ein Leg-Drop Moonsault. Leg-Drop Bulldog. Zählt nichts zum Fame-Azzer. So, Tommy Tank hat sein Signature. Und ich glaube, jetzt wird das Match beendet sein. Das werden die ersten 3 Punkte für Tommy Tank hier im EvoRest 2K20. Da ist der Pinfall. 1. 2, er kommt raus, Lawrence Miller. Also definitiv kann man sagen, dass diese Live-Updates wirklich dafür gesorgt haben, dass die Signature nicht mehr so OP sind. Aber ich denke mal trotzdem, das wird's gut. Was macht er denn? Der Tommy Tank bringt sich hier um den sicheren Sieg. Vielleicht nach einem Neckbreaker jetzt. Jetzt vielleicht ein Pinfall. Oh, ja, okay, das hat sich erledigt. Lawrence Miller steht wieder. Jetzt mal Pinfall von Miller. Wieder der Kickout. Also die zwei hier geben sich richtig um die Ohren. So, Lawrence Miller jetzt wieder im Signature-Bereich. Jetzt stellt sich dann die Frage, ob das jetzt entscheidend sein kann. Hätte sich Tommy Tank selbst geschlagen. Ja, ich glaube, Lawrence Miller ist doch auf dem obersten Seil. Moonsault sitzt wieder und der Moonsault ist wieder sein Signature. Das habe ich eben nicht erkannt. 1, 2. Ja, Tommy Tank. Das ist die nächste Niederlage. Da hast du eigentlich schon am Sieg geschnuppert. Aber dein Charakter hatte sich gedacht, ach nö. Ich bin noch nicht bereit für den ersten Sieg. Tja, Gameplay-Debüt ist damit in die Hose gegangen. Lawrence Miller dagegen freut sich und hofft weiterhin hier noch bald um den Titel antreten zu dürfen. Es war jetzt Punkt Nummer 40, den er gemacht hat. Und da ist für Tommy Tank nochmal eine ja, sehr ernüchternde Bilanz, die Corey Graves, glaube ich, gerade hier aufgestellt hat. Oder Michael Cole, ich weiß nicht. Ja, dann sind wir hier fertig. Wir gehen dann mal weiter. Ja, dann hätten wir hier ein Match, wo es nämlich darum geht, wer beim morgigen Pay-Per-View um die Titel antritt, um die Tag-Team-Gürtel, die ja immer noch von The New Day gehalten werden. Wir haben 3 Teams momentan hier mit 6 Punkten. Wir haben Revival, das B-Team und Honor und dann drücken wir mal auf das geheimnisvolle 4-Knöpfchen und es setzen sich, ja, Honor durch und die erhalten also dann bei Money in the Bank die nächste Chance, Champion zu werden. Da haben wir noch Shinsuke Nakamura gegen PCH. Hier setzt sich Nakamura durch. Außerdem war Mark Barrett gegen Halilo. Und da ist die erste Niederlage für Halilo. Der hat aber auf jeden Fall trotzdem eine erstaunliche Bilanz hier.
seit seinem Comeback im Evoverse gezeigt. Dann war Roman Reigns gegen den Black Dragon und hier holt sich Roman Reigns den Sieg. Auch Black Dragon nach langer Zeit mal wieder mit einer Niederlage. Und Walter im Main Event gegen Daniel Bryan, da setzt sich tatsächlich Walter durch. Das gibt's ja gar nicht. Ja, und dann schauen wir mal wieder in die News rein. Da ist eine Sache zwischen Roman Reigns und Baron Corbin ist wegen des Titels der Krieg ausgebrochen. Welcher Titel? Nach dem Kampf prügeln die beiden Superstars auf der Bühne zügellos aufeinander ein. Diese Rivalität hat bei beiden wirklich ihre schlimmsten Seiten ans Tageslicht gebracht. Diesen letzten Titelrückkampf zu gewinnen ist zweifellos für beide zu einer Frage des Stolzes geworden. Aha. Da wissen die anscheinend mehr als wir. Power Ranking. Ja, Baron Corbin auf der 1 vor Black Dragon und Roman Reigns. Lawrence Mullatch auf die 5 katapultiert. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, morgen ein schöner Pay-Per-View. Da haben wir einige Matches, die auf jeden Fall Spaß machen werden. Ich freue mich zum Beispiel auf Mark Barrett gegen Shinsuke Nakamura. Das hat echt Potenzial. Und ja, dann gehen wir mal zum Abschluss der heutigen Folge auf das 24-7-Match. Und Tour 5 Live startet heute logischerweise mit unserem 24-7-Match. Mit dabei sind Aria Daivari, Samoa Joe, Chroma, Paul Jeremiah, Morris McDonald, Killer Gamer, der 24-7-Champion, Sami Zayn und The Big Show. Und dann drückt man natürlich unseren Abonnenten alle ganz fest die Daumen. So, dann schauen wir mal. Sami Zayn ist jetzt hier mal direkt mit Morris McDonald beschäftigt. Und Morris McDonald macht direkt den Abflug. Auch der Chroma ist raus, eliminiert vom Killer Gamer. Und Big Show eliminiert Aria Daivari mit einem Chokeslam und das gleiche auch für Samoa Joe. Also ich glaube wirklich auch diese 24-7-Matches zeigen derzeit, dass dieses WWE Live-Update das Spiel doch ordentlich verändert hat. Jetzt haben wir noch 4 Leute im Ring nach gerade mal 25 Sekunden. Big Show schnappt sich hier Sami Zayn, der kann kontern. Jetzt gibt es den Dropkick, aktuell auf jeden Fall noch unser 24-7-Champion Sami Zayn und jetzt Big Show meldet sich zurück. Was haben wir denn hier? Alle mit 2 Finishern. Und jetzt ist tatsächlich Paul Jeremiah eliminiert und es gibt für Sami Zayn keinen Chokeslam. Der kontert Big Show jetzt in der Kontersperre. So, Dropkick gegen Big Show. Killer Gamer und Sami Zayn arbeiten jetzt so ein bisschen zusammen, habe ich das Gefühl. So, jetzt gibt es die DDT gegen The Big Show. Und was macht jetzt Killer Gamer? Schnappt sich Sami Zayn, es geht in die Ecke. Wird Killer Gamer den... Nee, er wird kein 24-7-Champion. Noch nicht, aber jetzt nochmal der Reversal. Aber ich denke, heute können wir wieder davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall eine Entscheidung in diesem Battle Royale Match sehen und das nicht in Form von einem Timeout. Und auf jeden Fall, wir sehen ja hier, das wollte ich auch mal sagen, dass 2K an diesem Spiel arbeitet. Mit diesen Live-Updates, weil viele denken, ja, die tun den ganzen Tag nichts. Dann was macht Big Show da jetzt? Weil das wäre einfach zu, keine Ahnung, das ist so Zufälle kann es nicht geben, dass das jetzt in den letzten Tagen so viel besser lief, nachdem es jetzt auch wirklich sehr viele Live-Updates gab für das Spiel. So, Sami Zayn gerade ohne Konter und das könnte jetzt vielleicht Big Show ausnutzen. Ich denke, er wird das jetzt auch ausnutzen. Und WMD. Jetzt Killer Gamer. Aber Sami Zayn nutzt direkt wieder den ersten Konter, den er hat. Aber jetzt Big Show von hinten. Und er sackt da zusammen. Und jetzt Big Show gegen Killer Gamer. Killer Gamer befördert Big Show in die Ecke. Und da ist die Eliminierung. So, jetzt bin ich gespannt. Sami Zayn oder der Killer Gamer? Wer wird 24-7-Champion oder bleibt Sami Zayn unser 24-7-Champion? Und jetzt, ja, das war schon mal gut. Blue Thunderbomb. 2 Minuten noch. Oh, und das sieht jetzt nicht gut aus für den Killer Gamer. Er kontert. Nein, er bleibt hängen. Er kontert nochmal. Hat jetzt mal Glück. Und AKO. Akero gegen Sami Zayn. Jetzt hat er keinen Finisher, Killer Gamer. Aber könnte, wenn er noch am Seil festmacht, das könnte reichen. Nee. Und wieder Reversal. Jetzt hat Killer Gamer keinen. Das wird jetzt problematisch.
Und wieder Reversal von Sami Zayn. Und das könnte er jetzt ausnutzen. Prügelt er auf ihn ein. Widerstand ist da beim Killer Gamer. Und Sami Zayn kriegt sich ganz ein. Noch 1 Minute 18 Sekunden. Und jetzt schnappt er ihn sich. Und jetzt bin ich gespannt. Aber ich glaube nicht, dass das reicht. Denn der hat ja eigentlich noch gar nichts eingesteckt, der Killer Gamer, oder? Ne, der hat den WMD oder war der WMD gegen Sami Zayn? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Letzte Minute läuft. Drückt er ihn raus oder? Nein, Killer Gamer meldet sich zurück. Und der hat jetzt auf jeden Fall sogar einen Finisher. Das ist jetzt schon eigentlich in der Vorteilsituation. Und Sami Zayn wieder mit dem Reversal. Eigentlich, wenn Sami Zayn jetzt schlau spielt auf Zeit und jetzt hat er ein Problem. Wenn er den jetzt in die Ringseile legt, hat Sami Zayn ein Problem. Er hat auf jeden Fall noch das Opossum. Das bringt Sami Zayn erstmal zurück, noch 24 Sekunden. Zeit läuft gegen den Killer Gamer. Der hat jetzt auch keinen Konter mehr und jetzt wird, oh, jetzt wird's, glaube ich, na, Sami Zayn hat noch einen Konter. Nutzt er den? Oh mein Gott, geht das noch gut? Geht das noch gut? Killer Gamer, geht das noch gut? Oh, auf die letzten 3 Sekunden wird der Killer Gamer 24/7 Champion. Glückwunsch dazu. Das war auf jeden Fall mal eins der knappesten 24/7 Finishes, die wir jemals gehabt haben. Und ja, wie gesagt, Sami Zayn, da war die KI dumm. Da hätte er ein bisschen mehr auf Zeit spielen sollen. Weil einige Dinge, die er gemacht hat, waren einfach ganz nötig. Er war wahrscheinlich zu selbstsicher als Sami Zayn. Wir kennen ihn. Ja, leider gibt es hier keine Kofferübergabe, das wissen wir mittlerweile, aber da ist auf jeden Fall der erste Koffer für den Killer Gamer. Da geht er nochmal in die Knie und beschwört wieder die Geister des Undertakers und wir sind dann auf jeden Fall am Ende der heutigen Folge angekommen, Leute. Wir gehen dann nochmal ins Menü und dann ist fast fertig. Ja, also, dann würde ich sagen, morgen 15 Uhr gibt's das Money in the Bank, beziehungsweise den Money in the Bank Pay-Per-View. Ich will mal sagen, das Money in the Bank Match ist ja die ganze Zeit Pay-Per-View. Auf jeden Fall auch nochmal der Hinweis, das, was ich ja schon gesagt habe, heute gibt es keine zweite Folge vom Mr. Christmas in the Bank Turnier. Ich muss da mal ein paar Tage jetzt pausieren und noch eine Folge bringen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie euch das Ganze hier gefallen hat. Links zu meinen Social Media Accounts in der Videobeschreibung. Lasst mal ein Follow da, würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr mich unterstützen würdet, einen Everse-Charakter könnt ihr schon natürlich auch bauen. Mit den Informationen dazu, die in der Videobeschreibung in dem Video verlinkt sind, mit den Teilnahmebedingungen, sollte das eigentlich relativ einfach sein. Ansonsten, ja, lasst meinem YouTube-Kanal mal ein Abo da, wenn ihr Lust auf mehr WW2K20-Content habt. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Teil meiner Community werdet, wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Reinschauen, wünsche euch dann einen schönen Samstag, würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr um 18 Uhr mal in meinem Twitch-Livestream vorbeischaut, da gibt es heute nämlich das GTA Heist, oder beziehungsweise den GTA Heist mit meinen Freunden NDW 2003 und dem Hanover. Und ja, quasi der Weihnachtsfeierstream mit meinen, ja, Back to the Roots Kollegen von früher. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag, macht's gut und ciao.